Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich mich auch mal der Bewertung der Kolleginnen und Kollegen anschließen und zum Ausdruck bringen, dass ich es sehr schade finde, dass wir diesen Antrag heute direkt abstimmen. Denn ich denke, und das hat die Debatte bislang, glaube ich, auch schon durchaus deutlich gemacht, dass dieses Thema viel Anlass zu intensivem Austausch bietet und dass es auch noch intensiven Anlass dazu gibt. Also dass es auch notwendig ist, dieses Thema eingehender zu diskutieren. Deshalb hätte ich mir gewünscht, dass Sie den Antrag überweisen. Das wollen Sie so nicht. Das ist schade. Das stellen wir an der Stelle erst mal so fest. Wir können aber auch feststellen, dass E-Sports ein wachsender Markt mit einer wachsenden Profiszene, aber auch ein wachsender Bereich der Freizeitgestaltung ist. Und vor wenigen Wochen, der Kollege Lammler hat es ja schon erwähnt, hat auch der traditionsreiche FC Schalke 04 ist auch in Profi-E-Sport eingestiegen, also aus S05 wird wohl nun Königsblau 4.0. Unbestritten ist also, dass E-Sports viele Menschen begeistert, ob als aktive Spieler oder Spielerinnen oder aber als Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir können auch davon sprechen, denke ich, dass E-Sport eine eigene Jugendkultur ist. Jugendkulturen zeichnet allerdings auch aus, dass sie nicht immer mit den gängigen Formen von Strukturen und so weiter kompatibel sind und dass sie sich nicht immer ganz so leicht in diese Formen pressen lassen. Das wiederum macht aber auch einen gewissen Grad ihres Innovationspotenzials aus und mit dem sie oftmals auch gesellschaftliche Entwicklungen befördern. Und wir werden beobachten, in welche Richtung sich der E-Sport weiterentwickelt. Und wir werden auch weiter diskutieren, was das für die Struktur und Organisation des E-Sports bedeutet und damit eben auch für möglicherweise strukturelle Einbindung und Einbettung des E-Sports. Kernfrage der heutigen Debatte ist aber, ob es sich beim E-Sport auch um einen Sport im Sinne der Anerkennung durch den organisierten Sport beziehungsweise der Anerkennung als gemeinnützig handelt. Sport, das hat Herr Kollege Lammler ja richtigerweise schon gesagt, ist als Begriff nicht genau definiert. Der DOSB hat einige Kriterien in seiner Aufnahmeordnung definiert, unter anderem, dass eine eigene sportbestimmende motorische Aktivität, und diese ist bei Denkspielen, Bastel- und Modellbautätigkeiten, Zucht von Tieren, Dressur von Tieren ohne Einbeziehung der Bewegung des Menschen und Bewältigung technischen Geräts ohne Einbeziehung der Bewegung des Menschen so nicht gegeben. Und damit wären wir auch bei einem ersten Problem, nämlich der Fragestellung, wie viel ist beim E-Sport technisches Gerät und wie viel ist tatsächlich motorische Aktivität der Spielenden? Und der auch von Kollege Lammler schon erwähnte Professor Ingo Frohböse der Sporthochschule in Köln kommt zu dem Schluss, dass vor allem im Bereich des Profisports bzw. der intensiven, leistungsbezogenen Ausübung des E-Sports tatsächlich eine körperliche Anspannung und nervliche Belastung typisch für Sportler und Sportlerinnen anzutreffen ist, beispielsweise vergleichbar mit der Belastung beim Bogenschießen. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, das von Ihnen im Antrag aufgegriffene Beispiel des Schach finde ich persönlich kein ganz so treffendes Beispiel. Zwar ist Schach tatsächlich anerkannt als Sportart, aber ich glaube, das ist eher zurückzuführen auf die Gnade der frühen Anerkennung, denn nach den geltenden Kriterien würde Schach heute sicherlich auch nicht mehr so einfach als Sport anerkannt werden. Professor Frohböse stellt allerdings auch fest, und das finde ich in der Tat interessant, auch mit Blick auf Ihren Antrag, dass es im Bereich des E-Sports an Transparenz und Organisation fehlt. Die Tatsache, dass Unternehmen oftmals als Veranstalter großer Turniere auftreten, erschwert dabei die Anerkennung durch den traditionellen Sport. Und auch bei der Frage der Gemeinnützigkeit muss die Frage erlaubt sein, welche Rolle Spielehersteller etc. eigentlich spielen. Dass sich also eine Demokratisierung der Strukturen aus der Anerkennung als gemeinnützige Sportart ergeben würde, darf in diesem Zusammenhang durchaus als gewagte These bezeichnet werden. Und vielmehr müsste doch aus meiner Sicht andersrum ein Schuh daraus werden. Das heißt, wir brauchen doch eine transparente, demokratische Organisation auch der Gamer-Szene, um anschließend sagen zu können, hier handelt es sich auch um möglicherweise eine Organisationsform, die gemeinnützig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das aktive Spielen ist sicherlich weit weniger dröge als die recht bürokratische Debatte über die Anerkennungsfähigkeit als gemeinnützig im Sinne des Sports. Trotzdem kann ich uns ein paar rechtliche Anmerkungen nicht ersparen. Denn das von der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus beim Wissenschaftlichen Dienst im Auftrag gegebene Gutachten kommt zu dem Schluss, dass es sich bei E-Sports nicht um Sport im Sinne der Aufnahmeordnung des DOSB handelt. Es kommt aber auch zu dem Schluss, dass die Handlungsmöglichkeiten, und darauf ist ja bereits hingewiesen worden, der Landespolitik mehr als begrenzt sind. Zum einen haben die Länder gar keine Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Abgabenordnung des Bundes, und zum anderen gilt es auch immer, die Autonomie des Sports zu beachten. Das heißt, und darauf wurde ja auch bereits hingewiesen, dass eine Anerkennung konträr zur Auffassung des DOSB, was eben die Sportmäßigkeit des E-Sports angeht, wenn man diesem Gutachten folgen würde, einen unzulässigen Eingriff in die Autonomie des Sports darstellen würde. Und die ist immerhin auch verfassungsrechtlich verbrieft.
Und Sie, liebe Piraten, fordern die Landesregierung ja lediglich, das will ich Ihnen mal zugutehalten, auf, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, was auch immer das heißen mag in seiner Unzielgerichtetheit. Trotzdem glaube ich nicht, dass es mit diesem wohlfeilen Appell getan ist. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema erfordert breiteren Raum dort zur Debatte. Und es ist jetzt schon oft gesagt worden, diesen Raum wollen Sie uns zu dieser Auseinandersetzung, zu dieser notwendigen Debatte ja nicht geben. Und ich komme an dieser Stelle noch mal darauf zurück, dass ich nämlich glaube, dass es eine intensive Diskussion dazu braucht. Und der Antrag in der von Ihnen vorgelegten Form überspringt schlicht und ergreifend diese aus meiner Sicht notwendige Debatte. Und dazu will ich Ihnen auch 5 Punkte nennen, die ich noch für sehr diskussionswürdig halte. Erstens, Computerspiele sind heute ein modernes Kulturgut. Ich denke, darüber können wir uns soweit einig sein. Das wirft für mich aber die Frage auf, ob wir die Diskussion um die Gemeinnützigkeit rein über den Paragraphen 52 Absatz 2 Nummer 21 Abgabenordnung, also den Bereich des Sports, führen sollten. Oder ob wir nicht auch, und ich glaube, das wäre durchaus 1, 2 Gedanken wert, nicht auch mal über Nummer 5, also Kunst und Kultur, in diesem Zusammenhang sprechen sollten. Zweiter Punkt. Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Diskussionsstand mit dem Landessportbund? Haben Sie über diese Frage denn auch schon mal Gespräche mit dem Landessportbund geführt? Denn die Aufnahmerichtlinien des DOSB besagen, dass eine Sportart von mindestens 8 Landessportverbänden anerkannt werden muss, bevor sie eine Anerkennung beim DOSB beantragen kann. Das heißt im Umkehrschluss, dass dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen in diesem Zusammenhang wesentlich mehr Handlungsspielräume zukommen, als die Landesregierung Handlungsspielräume hat. Dritter Frau Punkt. Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Lammler zulassen? Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Paul. Ich sitze hier und frage mich, und das ist eine relativ einfache Frage, vielleicht können Sie mir die beantworten, wenn Sie doch so gerne im Ausschuss darüber sprechen wollen, wieso haben Sie oder die Grünen diesen Antrag noch nicht gestellt? Das ist ungefähr so die witzigste Verkehrung von Ursache und Wirkung, die ich heute gehört habe. Sie stellen einen Antrag, wollen nicht darüber debattieren, wollen eine Schaufensterdebatte führen, damit Sie sich bei den Gamern auf der Gamescom lieb Kind machen können und sagen dann, wenn Sie so gerne debattieren wollen, dann stellen Sie den Antrag doch gleich selber. Also so viel parlamentarische Spitzfindigkeiten, das muss man erst mal bringen, Herr Kollege Lammler. Aber ich hätte durchaus noch 3 weitere Punkte, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte für den nächsten Antrag, den Sie dann vielleicht zur Überweisung stellen, damit wir miteinander noch weiter reden können. Also Punkt 3. Wir brauchen mehr valide Daten. Die Debatte bewegt sich auf der rein motorischen Ebene doch zwischen, die einen sagen, anspruchsvolle körperliche Tätigkeit, wie auch Sie sagen, da spricht durchaus auch was dafür. Und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sagen, die Kids, die vorm Computer sitzen, sind morgen die Übergewichtigen mit Diabetesproblemen. So, die Debattenlage haben wir. Ich glaube, wir brauchen mehr valide Daten, wir brauchen mehr Forschung zu dem Bereich. Vierter Punkt. Wenn wir davon ausgehen, dass E-Sport eine Jugendkultur ist, was heißt das dann für die Jugendarbeit in den Vereinen und Teams? Gibt es diese Jugendarbeit schon oder gehen auch Sie in diesem Punkt davon aus, dass man erst mal die Gemeinnützigkeit feststellen müsste und dann würden sich diese Strukturen schon von selber ergeben? Auch darüber würde ich gerne noch eingehender debattieren. Und letzter Punkt, die Frage, welche Rolle wirtschaftliche Akteure in der Organisation des E-Sports spielen, denn die Abgabenordnung schreibt ja in § 52.1 fest, dass eine Körperschaft dann gemeinnützige Zwecke verfolgt, wenn, ich zitiere, ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigen oder sittlichen Gebiet selbstlos zu fördern. Diese Frage der Selbstlosigkeit stellt sich im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Unternehmen aus meiner Sicht durchaus. Auch das gilt es zu klären. Also nochmal der Appell, lassen Sie uns die offenen Fragen gemeinsam diskutieren, und zwar auf Basis Ihres Antrags, denn Sie können doch uns nicht sagen, wir würden gerne diskutieren, stellen Sie Antrag selber. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich hier nur um politische Spielchen handelt, damit Sie bei der Gamescom was in der Hand haben. Dem werden wir so nicht folgen können, und das ist schade und auch nicht im Sinne der Gamerinnen und Gamer. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Paul. Wenn Sie, Frau Kollegin Paul, Vorsitzende von Laufen, es gab den Wunsch, Ihnen noch eine weitere Zwischenfrage zu stellen. Ist der Wunsch inzwischen erledigt? Nein. Dann los. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Paul, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sprachen gerade davon, Grund für die Ablehnung des Antrages ist, dass Sie sich eine Debatte wünschen. Habe ich mir das dann so vorzustellen, wie die Debatte über unseren BGE-Antrag, wo unter anderem auch Sie eine Sachverständigenanhörung abgelehnt haben und dann die Debatte abgebrochen haben?
im Ausschuss HFA? Ich stelle mir das so vor, wie wir das nach parlamentarischer Kultur hier machen. Sie überweisen diesen Antrag in die zuständigen Ausschüsse. Ich würde mir wünschen, dass das nicht nur Kultur und Medien, sondern auch der zuständige Sportausschuss, jedenfalls für die Anerkennung als Sportart ist. Dann können wir gerne eine gemeinsame Sachverständigenanhörung machen. Und auf dieser Basis werden wir weitersehen, wie mit dem Thema zu verfahren ist. So machen wir das hier im Haus. Und das sollte auch Ihnen bekannt sein. So, vielen Dank.